Der liebevoll als Fridolin bezeichnete Lieferwagen wurde ab 1964 gebaut. Als Basis dient der Zentralrohr-Plattformrahmen des Karmann Ghia Typ 14. Fahrwerk, Motor und Getriebe wurden vom Volkswagen Käfer übernommen. Motorhaube und einige andere Teile stammen vom Volkswagen Bulli. Und manche andere Teile, wie zum Beispiel der Frontscheinwerfer, entstammen dem Typ 3. Anfang der 60er Jahre suchte die Deutsche Bundespost nach einem Fahrzeug, das die anfallenden Briefkastenentleerungen und Paketzustellungen in den Großstädten mit ca. 400 Kilogramm Nutzlast übernehmen kann. Ein Versuch mit einem Gogomobil-Lieferwagen brachte die Erkenntnis, dass dieser zu klein ist und mit seinem Zweitaktmotor zu wenig Leistung besitzt. Für den Kurzstreckenverkehr war das Gogomobil auch nicht gut einsetzbar. Man wandte sich an Volkswagen. Diese wiederum trugen die Anforderungen an die Westfalia-Werke heran, wo schon einige Umbauten für die unterschiedlichsten Postfahrzeuge vorgenommen wurden. Die Anforderungen an den neuen Lieferwagen waren deutlich definiert. Das Ladevolumen sollte ganze 2 Kubikmeter betragen, die Zuladung rund 400 Kilogramm und für das erleichterte Aus- und Einsteigen 2 Schiebetüren. Im Oktober 1963 war der Prototyp fertiggestellt. Der liebevoll als Fridolin bezeichnete Lieferwagen wurde ab 1964 gebaut. Als Basis dient der Zentralrohr-Plattformrahmen des Karmann Ghia Typ 14. Natürlich kamen die Fridolin-Transporter auch anderweitig zum Einsatz, wie zum Beispiel bei der Lufthansa auf dem Flughafen Vorfeld oder auch bei Firmen als Service- und Lieferfahrzeug. Ein Sprintwunder war der Fridolin nicht. Dies war aber auch nicht notwendig, da er vor allem in der Stadt zum Einsatz kam. Sein im Heck angebrachter 1192 Kubikmotor mit 34 PS bei 3600 Umdrehungen in der Minute bringt den 935 Kilogramm schweren Fridolin auf maximal 100 Kilometer pro Stunde. Dennoch hat der Kleintransporter genügend Kraft, auch noch einen Anhänger zu ziehen. Der gezeigte Anhänger wurde ebenfalls in den Westfalia-Werken gebaut. Der einachsige Anhänger bietet unter seiner großen Klappe viel Stauraum. Das Cockpit ist wirklich spartanisch. 2 hochgestellte Käfersitze bieten Fahrer und dem eventuellen Beifahrer Platz. Der Beifahrersitz lässt sich mit einigen einfachen Handgriffen nach vorne in den Fußraum verstauen. Leider war es um die Rostvorsorge bei den Typ 147 Fahrzeugen nicht gut bestellt und so sind heute nur sehr wenige Fahrzeuge erhalten. Da sie nur als Nutzfahrzeuge dienten, war man auch nicht darauf bedacht, diese Fahrzeuge zu erhalten. Doch sorgt der Fridolin noch heute bei Passanten für ein freundliches Lächeln oder Winken.